das letzte noch Eisenhardt von Löfer dran. Ja, ich grüße Sie. Ich habe die Ehre, für die Bürgerbewegung in der Metropolregion Stuttgart als Sprecher des Aktionsbündnisses Ihnen über aktuelle, neuere Entwicklungen etwas zu sagen. Beim Großprojekt Stuttgart 21 besteht ein merkwürdiger, ein klaffender Widerspruch im Folgenden. Alle wissen, auch Bahnchef Dr. Richard Lutz, Stuttgart 21 ist unwirtschaftlicher denn je, angefangen von 2,8 Milliarden zu 8,2, demnächst über 9 bis 10 Milliarden im Sommer, rechnet man. Und nach Verkehrsminister Herrmann die größte Fehlentscheidung in der Eisenbahngeschichte. Und das Merkwürdige ist, Fehlentscheidungen werden erkannt, aber nicht korrigiert. Wir halten das für menschenunwürdig, für unpolitisch und für unsinnig. Denn menschliches und politisches Handeln beginnt gerade dort, wo es darum geht, Fehlentscheidungen auch zu korrigieren. Wozu sind wir denn da? Die Betriebswirtschaftler sprechen von Sunk Costs, also von verlorenen Kosten, die man nicht fortschreiben darf, sondern wo man rechtzeitig gegensteuern muss. Es gibt nun ganz neue Krisenelemente bei Stuttgart 21, in einer Vorlage an den Aufsichtsrat von heute, von erhärteten Risiken. Die Risiken wachsen, die Chancen sinken, wegen der Schräglage im Tiefbahnhof, wo man mit einer Bodenplatte eben Tunnels überqueren muss, ist man offensichtlich in Not. Es gibt seit 7 Monaten eine Art Baustopp, weil 30 Liter Wasser pro Sekunde, 2,5 Liter pro Tag in Obertürkheim in den Tunnel reinrauschen, die da abgepumpt werden müssen. Der Bauleiter steht knöcheltief im Wasser. Ein Brunnen trocknet aus, Häuserrisse werden verzeichnet, also dramatische Zeichen eines Abwärtstrendes. Und es gibt bekanntermaßen auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs im Fühlerbereich, die da einen rechtlich begründeten Baustopp feststellt. Und im Revisionsverfahren wird man nun sehen, auf was das letzten Endes noch hinausläuft. Wir vom Aktionsbündnis und für die Bürgerbewegung sagen, sinnvoll ist ein Bau- und Vergabestopp, um eine Neuausrichtung in finanzieller und planerischer Hinsicht auszuloten und die Möglichkeiten, die nun auch von den Umweltverbänden eingebracht werden, auf sinnvolle Infrastruktur sich auszurichten. Es gibt dann dieses Angebot Umstieg 21, das eine Fachgruppe des Aktionsbündnisses sehr umfangreich und fachkompetent erstellt hat und wo Updates hinzugefügt werden, die drei Komponenten sehr wesentlich erachten, nämlich zum einen, und die begegnen sich mit dem, was die Große Koalition planerisch auch vorgibt, nämlich zum einen Klimaschutz im Sinne der Verkehrswende, im Sinne einer Verdoppelung bei der Personenbeförderung auf der Schiene bis 2030. Ein fixiertes Ziel der Großen Koalition, der Bundesregierung, und das greifen wir auf und sagen, wie kann das denn umgesetzt werden? Wir sagen, das kann dadurch geschehen, dass der Kopfbahnhof modernisiert wird. Der 8-gleisige Tiefbahnhof würde nur 32 Züge in der Spitzenstunde bewerkstelligen, während der modernisierte Kopfbahnhof 50 Züge in der Spitzenstunde erreichen kann und mit einer, die Zulaufstrecken zum Kopfbahnhof modernisiert werden, verbessert werden und dann eben auch dieses Ziel der Verdoppelung der Personenzahl auf der Schiene erreichbar wird. Zum Zweiten haben wir auf 17 Kilometer anhydriert, quellfähig,
Und nach dem Gutachten von KPMG Basler wissen wir seit Oktober 2016, okay, ich fasse mich kurz, gibt es eben enorme Risiken, unüblich hohe Risiken für die Betriebstauglichkeit, die zu einer Störanfälligkeit führen, die also dazu raten, man sollte hier die Störanfälligkeit nicht kassieren. Und zum Dritten gibt es dann den Brandschutz als zentrales Thema, das will ich nur streifen. Insgesamt stehen wir auf der Seite derer, Sie kennen sie alle, die Fridays for Future, die sich für den Klimaschutz engagieren. Und wir möchten eigentlich als die Älteren in unserer Bewegung dazu beitragen, dass der politische Arm sich darauf besinnt, hier klug umzusteuern. Dankeschön. Ja, besten Dank, Eisenhardt von Löper.